Hallo Leute, herzlich willkommen hier am Wasser. Wir sind hier am Kanal unterwegs heute. Es ist immer noch sehr heiß. Nächste Woche soll es ein bisschen milder werden. Da hoffe ich natürlich, dass ein bisschen mehr geht am Wasser. Was ich euch heute zeigen möchte, ist unverzichtbares Vorfach, für meiner Meinung nach, hier im Kanal, wo wir nicht mit Hechten rechnen müssen. Also wir haben keine Hechtbisse, keine scharfen Zähne. Da setze ich auf ein 0,26er Fluorocarbon, ja, Vorfach, in dem Fall von der Firma Berkeley. Ja. 100%ig verlässlich, Top-Qualität. Man sieht das beim Material vom Fluorocarbon immer, ob es wirklich ist, echtes Fluorocarbon ist. So, die Boote sind vorbei. Man hört es noch ein bisschen und sieht es auch auf dem Wasser. So, aufs Fluorocarbon nochmal zurückzukommen. Wenn man das anflammt, entsteht hier eine leichte schwarze Kuppe. Normal bei monofilen Schnüren, also Nylon, würde diese einfach nur glatt runterbrennen und leicht einreißen. Also daran erkennt man echtes Fluorocarbon. So. Ganz wichtig für die Angelei, ja, gerade hier am Kanal, wir wollen ja hier Barsch, Zander und Rapfen erfolgreich fangen. Das Vorfach sehen die Fische nicht, das ist für die Fische quasi unter Wasser nicht zu sehen. So, also quasi ideal dafür. Was wir dafür brauchen, ist hier ein Tönchenwirbel, den zeige ich euch nochmal. So Leute, wir sehen hier einmal Tönchenwirbel, Kugel gelagert, ganz wichtig, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Einen ganz normalen Einhänger für unsere Köder, Gummifisch und Wobbler und das Vorfachmaterial. 0,28er Fluorocarbon, trägt 5,9 Kilo, ideal für Barsch, Rapfen. Für Zander würde ich sogar noch ein bisschen höher gehen, ja, aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Wir sehen das hier, das wäre auch ideal für die Viper Spin Ultra Light. Ja. Mit der kann man solche Finesse-Techniken wunderbar und leicht nachmachen. So, wir nehmen dafür dann ungefähr, also ich persönlich, mir reichen 50 cm maximal als Vorfach. Ja. Das Ganze verbindet ihr ganz einfach mit dem Clinch-Knoten, ja, die beiden Teile. Der simpelste Knoten von allen, ich zeige euch den auch einmal ganz kurz. Nehmen wir hier den Karabiner einfach. Durch. Fixiere den dann unten immer einmal ganz gerne, Schlaufe einmal drum. So, jetzt haben wir den so. Jetzt legen wir 7 Wicklungen drum. 1, 2, 3, 4, 7. So. Hier unten bildet sich dann auch eine kleine Öse. Da wieder zurück. Wichtig ist diesen Teil. Immer einmal anfeuchten. Und der Knoten zieht sich quasi selber fest. So. Wichtig ist es jetzt bei der Angelei natürlich wieder, gerade für Zander und Barsch, Augenräuber, Sichtjäger, den Bereich abschneiden, leicht einflammen und wie ich vorhin gesagt habe, man sieht Fluorocarbon und Monofil den Unterschied. So Leute. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen des Vorfachs. Ja. Nochmal komme ich darauf zurück, weshalb der Wirbel hier oben unbedingt kugelgelagert sein muss. Ja. Sonst verdrallt sich nämlich auf Dauer immer wieder das Vorfach. Deswegen unbedingt ganz wichtig, dass der obere Wirbel kugelgelagert ist. Ja. So, ich wünsche euch dicke Fische mit dem Vorfach. Geht ans Wasser und angelt. Viel Spaß dabei. Ciao.